Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Und wir suchen jetzt gerade noch drei weitere Rasen. Von Reden hat zwar niemand was gesagt, aber hey. Ich habe meine Speere verschleudert. Jetzt ist das Reh aber natürlich weg, ne? Das ist klar. Suchen wir lieber die Hasen. Die sind definitiv einfacher zu killen. Außerdem wird es auch jeden Moment dunkel. Von dem her wäre es sowieso besser, wenn ich dann mal ins Bettchen komme.
Aber ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn jetzt halt noch ein Hase auftaucht. Oh, trinken. Fleisch noch gebraten. Das ist natürlich nice. Da kann man sich ein bisschen zurücklehnen und das Spiel macht es von alleine. Das muss ich mir merken. Oh, jetzt wollte ich eigentlich noch Ding, acht Rundhölzer. Werkstatt noch schnell bauen. Bin ich am Anschlag. Es schneit! Wie schön! Allerdings bin ich kein Schneefan.
Ach, komm schon. Nochmal einen Baum ernten. Mache ich natürlich gern Sperre draus aus dem Überschuss, ne? Aber ich muss echt sagen, ich finde den Winter eigentlich auch ganz schön. So, überschüssige Sachen werden natürlich abgelegt. Dazu zählen Stroh und Stöcke. Und wir schauen mal, dass wir noch zwei Hasen bekommen. Da hinten ist noch ein Wildschwein. Getroffen habe ich aber gar nichts, ne? So. Asis, bei dir. Das ist ein Reh. Ah.
Man sieht die Hasen auf jeden Fall besser durch den weißen Untergrund. Das ist klar. Aber es gibt aber halt nicht so viele Hasen. Oder ich bin einfach nur am falschen Ort. Muss ich jetzt gerade mal wirklich ganz genau hinschauen, ob da einer ist. Ich gehe jetzt mal kurz in die Stadt rein, beziehungsweise ins Dörfchen. Und schaue mir noch die weiteren Aufgaben an, die es gibt. Weil wenn es Aufgaben sind, die ich nur im Winter machen kann, dann ist es scheiße. Kann ich dir helfen? Okay, wie viel Fleisch will sie denn? 6 Fleisch und 4 habe ich. Okay, das ist kein Problem. Und dann gibt es hier noch eine Aufgabe für mich. Bei dir? Bei dir? Bei dir? Ah ja, bei ihm. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich bin schon alt und kein Werkzeug herstellen. Willst du mir bitte eine Axt besorgen? Ich werde nicht vergessen, dich dafür zu belohnen. Ja, kann ich machen. Schon klar, dass ich ihm eine alte, verbrauchte gegeben habe, ne? Sieben. Neun. Und jetzt habe ich sogar zu viele. Aber wir gehen jetzt wieder auf die Hasensuche. Wildschwein würde es auch tun. Für die Quest halt auf jeden Fall. Thank you.
war das gerade? Da ist eine Hase. Neues Gebäude freigeschaltet. Jagdhütte. Auf jeden Fall von der Überpopulation der Hasen merke ich nichts. So, zwei Hasen brauchen wir noch. Sollte eigentlich nicht so schwer sein. Das einzige Problem ist eben, wie gesagt, dass die Hasen so extrem flink sind. Ich bin ein guter Jäger. So, gehen wir mal ganz kurz zurück in die Stadt. Geht's eigentlich zur Stadt? Alex. Ich bin stolz auf mich. Also, ich habe meiner Meinung nach gute Arbeit geleistet.
Plus 30 Münzen. Nochmal 25 bekommen. Wobei, ich könnte jetzt mal so langsam mein Gebäude hier doch abreißen, das Haus da vorne. In der nächsten Folge. Weil unsere Zeit ist schon wieder um. Und wir haben echt viel erreicht. Also Leute, dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ihr seid auch beim nächsten Mal sicherlich wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Leute.